herzlich willkommen hier auf Gaming Pebbles 9046 zum sechsten Part und sechsten Spieltag unserer Copa Libertadores. Ja Leute, ich bin jetzt hier gerade in den Ergebnissen nochmal drin, um nochmal ein bisschen zu rekapitulieren, wie es bisher ausgegangen ist. Wir haben gegen CD O'Higgins gewonnen, 2:3 im ersten Spiel. Haben dann unseren heutigen Gegner mit 5:3 bezwungen und ein Unentschieden gegen den LDU Quito rausgeholt. Dann ging es in die Rückrunde. Dort haben wir gegen Higgins unentschieden gespielt. Deswegen stehen wir, was Higgins angeht, besser da, das stimmt. Und gegen LDU leider verloren. Und jetzt müssen wir gegen EST ran. Das heißt, wenn wir gewinnen sind, müssten wir durch sein. Das stimmt. Was wir da beim letzten Part gelesen haben. Haben wir das auch nochmal geklärt? Wir natürlich in Weiß. Die in diesem Blau-Rot-Weiß-Dingen. Also noch einmal richtig anstrengen und den Einzug in die nächste Runde schaffen. Mal ein bisschen trainingsmäßig. Das Ganze hier abhalten. Gut, Ball wurde verloren, geht's rein ins Spiel. Wir trainieren unsere Jungs nochmal hochkonzentriert, bevor es jetzt ins letzte Gruppenspiel reingeht. Schön bei Flutlicht, wie es sich gehört. Ja, die Jungs, gegen die wir spielen, sind ja eigentlich schon raus von Mérida. Aber warten wir mal ab. Mal gut den Ball zurückerobert. Schade. Mir fällt gerade übrigens noch ein Fehler auf, wenn wir das Ding gewinnen, muss ja O.J. Higgins auch gewinnen, um überhaupt vor uns zu sein. Dann wäre aber der LDU Quito raus. Schade. Und, war zumindest der erste Schuss, der gehalten werden konnte. Wo war jetzt mal? Nein. Das
kannst du besser. Das hätte man besser machen können. Na 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 na. Oh. Das hätte auch richtig schief gehen können. Schade. Ich käme mit einer Chance, aber wiederum auch irgendwie nicht. Und da haben wir das 1-0. Durchgespielt, nochmal versucht rüber zu passen, dann doch trocken abgezogen in den Winkel. Und das 1-0 durch Ake, 23. Minute. Moment, alles auf Kurs, K.O.-Phase. Und einen Seitenwechsel hier erstmal. Und nicht der Anschlusstreffer. Ja, diesmal würde ich aber auch nicht auf die bescheuerte Idee kommen, den Torwart auszutauschen. Weil wir die Punkte auf jeden Fall brauchen. Schade. Schöner Angriff hier durch Vecchio. Oder Abschlussversuch, besser gesagt, von Vecchio. Na, schade. Das hätte mein Ball sein können. Ah, der Torschuss wäre mir schon ganz lieb gewesen. Und abseits. Schade. Habe ich gehofft, dass er da oben schneller überläuft. Ah, Konter über Vecchio. Ah, schade. Macau konnte jetzt erstmal zum Einwurf klären. Mesa über außen hat immer noch den Ball zum Flanken. Aber zunächst kann die Flanke abgefangen werden. Mercado wieder am Ball. Ja Gott, Einwurf. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Ne, Ecke.
noch besser. Und die ist drüber. Ja, von unserer Nummer 3. Justino müsste das sein, oder Justino. Genau. Hallo, fährst du mal ab? Danke. Gut, haben wir jetzt erstmal unsere Halbzeitführung drin. Schon mal nicht schlecht. Fürs Erste will ich die Aufklärung auch so belassen. Warum wechselt der da? Danke, lieber PC. Zu weit. Und war wohl auch noch ein bisschen abseits bei... Kann aber eigentlich gar nicht. Genau deswegen ist er ja so gekommen, wie er gekommen ist. Und der Anschlusstreffer, verdammte Axt. Edson Rivas. Dem Ausgleich. Ich anschluss. Ah, hättest du nicht mal wieder einen Elfmeter rausholen können? Okay. Das war leider nix. Schade. Den hätte ich gern gehabt. Verdammt. Ist ganz schnell hier rauf. War mir so klar. Ah, schade. Sade, sade, Schokolade. Ja, die haben wir im Hinspiel doch etwas leichter. Hallo? Was war das denn für ein Überwurf? Okay. Nein, nein, nein. Oha, Glück gehabt. Verdammt. Nein. Ach, oh ja. Och, was. Glück gehabt, ey. Wow, raus damit. O time luta por empate por aqui.
Se não conseguir empatar, o time vai ser eliminado da fase de grupos. Meu, arrisca tudo. Avança os laterais, avança a marcação, vai pra cima. Meine Güte, was war das denn jetzt für eine Kacke? Ele parte pra dentro. Que tabelinha pra confundir a marcação. A zaga apareceu no último instante. Oh, nee. Jetzt geht auch jeder daneben, ne? O time retoma a bola. O torcedor acredita no desempate, mas tem que pressionar. O tempo tá acabando. Ah, warum denn da runter? Umstand nur einer frei, das ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Ja gut, wenn wir rausfliegen, dann gerade aber auch zurecht. Weil irgendwie gar nichts klappen will. Glück gehabt, dass das nicht als Foul gewertet wurde. Schade. Machen wir noch mal einen Wechsel auf Außen. Nein. Wahrscheinlich ein Unentschieden. Ja, jetzt gucken, Daumen drücken. Gerade ein bisschen, muss ich sagen. Damit sind wir raus. Okay, schade, schade, Schokolade. Das sollte nicht sein mit diesem Team, leider. Na gut, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir es mal mit einem anderen Club versuchen sollen, tatsächlich weiterzukommen in der Copa Libertadores. Und wie wir das machen wollen. Und ja. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß mit diesem kleinen Let's Play. War ja doch sehr spannend am Ende. Leider mit einem enttäuschenden Ausgang. Aber ja, so ist das Leben. Gut, dann schauen wir mal, was so in der Presse zu lesen ist. Heroische Araque verhindert Bolívar-Sieg. Es war ein frustrierender Tag für Club Bolívar. Die tolle Leistung von Estudiantes, dem Merida-Keeper Araque, sicherte am Ende das hart erkämpfte Remis.
Ja, kann man leider so sagen. Was hat Higgins gemacht? CDO Higgins setzte sich mit einem Sieg gegen LDU Quito durch. Mit ein bisschen Glück kriegen wir so etwas noch öfter hin, sagte CDU Higgins Trainer. Gut, können wir jetzt gucken, wie das Turnier weitergeht, oder sind wir jetzt einfach raus aus der Nummer? Ich drück mal Turnier beenden und wenn wir dann im Menübildschirm sind, schneide ich euch die Stelle wieder raus, an der wir gerade sind. Also rein, dass wir dann den Teil rausschneiden. Aber das seht ihr ja jetzt gleich selbst. Wartet noch mal ganz kurz. Ich habe gerade, glaube ich, was gesehen. Naja, egal. Wir sehen uns gleich wieder, auf jeden Fall. So oder so. Ja gut, Leute, also es geht dann wirklich in den normalen Spielbildschirm zurück. Also von daher passiert hier nichts mehr. Wir wissen nicht, wer das Turnier gewinnt. Wir wissen nur leider, wir sind es nicht. Na gut, so ist das Leben. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieses kleine Let's Play gefallen. Und dass ihr auch dann beim nächsten Let's Play wieder zahlenmäßig dabei sein werdet, Leute. Ich wünsche euch dann trotzdem viel Spaß mit dieser Folge, weil spannend war es ja doch auf eine gewisse Art. Und mir bleibt jetzt an dieser Stelle nur noch zu sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.